Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium. Heute zur Folge 13 aus unserer Reihe Kostenrechnung, in der wir uns mit primären und sekundären Kostenverrechnungen beschäftigen wollen. Ja, die Themen der Kostenrechnung sind bei uns immer verbunden mit der Morgengenuss GmbH. Wer oder was ist die Morgengenuss GmbH? Sie ist ein fiktives mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz, das Kaffeemaschinen produziert und vertreibt auf der ganzen Welt im gewerblichen Bereich und auch im Consumer-Bereich. Die Geschäftsführerin ist Jenny Fehr, der Firmensitz ist in Hagen-Westfalen und die Morgengenuss GmbH beschäftigt ca. 1000 Mitarbeitende, darunter die beiden Hauptdarsteller unserer Folge, nämlich den Controller Konrad Troller und die duale Studentin Rita Lasthal, die schon seit etwas längerem im Unternehmen ist und etwas mit der Kostenrechnung fremdelt. Ja, und der Konrad Troller hat sich auf die Fahnen geschrieben, der Rita die Grundzüge und das Basiswissen der Kostenrechnung beizubringen. Wir steigen in die heutige Folge ein mit den Grundlagen der Kostenverrechnung. Die Kostenstellenrechnung wird anhand des Betriebsabrechnungsbogens BAB als zweifache Umlagenrechnung vollzogen. Im ersten Schritt werden im Rahmen der primären Kostenverrechnung die nach Kostenarten differenzierten Kosten den einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Im zweiten Schritt werden im Rahmen der sekundären Kostenverrechnung bzw. innerbetrieblichen Leistungsverrechnung alle Kosten der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen umgelegt. Im Rahmen der primären Kostenverrechnung ist nach dem Kriterium der Zurechenbarkeit von Kosten zu Kostenstellen zwischen erstens Kostenstellen-Einzelkosten und zweitens Kostenstellen-Gemeinkosten zu unterscheiden, legte der Controller mit dem neuen Thema im Rahmen der Kostenstellenrechnung los. Kostenstellen-Einzelkosten sind Kosten, die einer Kostenstelle direkt verursachungsgerecht zugeordnet werden können, weil sie nur von dieser Kostenstelle hervorgerufen worden sind. Beispielsweise handelt es sich bei den Personalkosten eines Mitarbeiters um Kostenstellen-Einzelkosten, wenn der betreffende Mitarbeiter ausschließlich für eine Kostenstelle tätig war. Dagegen liegen Kostenstellen-Gemeinkosten vor, wenn Informationen fehlen, die eine direkte Zuordnung der Kostenanteile zu den verschiedenen Kostenstellen ermöglichen würden. Echte Kostenstellen-Gemeinkosten sind dadurch gekennzeichnet, dass Kosten einer einzelnen Kostenstelle nicht eindeutig zugerechnet werden können, da diese Kosten von mehreren Kostenstellen gemeinsam verursacht worden sind. So stellen zum Beispiel die Personalkosten für einen Werksleiter, dem mehrere Werke unterstehen, echte Kostenstellengemeinkosten dar. Demgegenüber werden Kosten, die einzelnen Kostenstellen eigentlich direkt zurechenbar wären, bei denen aber zum Zwecke der Vereinfachung der Kostenerfassung bzw. aus Wirtschaftlichkeitserwägungen bewusst auf eine direkte Kostenzurechnung verzichtet wird, als unechte Gemeinkosten bezeichnet. Beispielsweise wird in vielen Unternehmen auf die kostenrechnerische Erfassung und Zuordnung der Einsatzzeiten von Auszubildenden zu einzelnen betrieblichen Teileinheiten verzichtet, obwohl diese Informationen den Ausbildungsplänen entnommen werden könnten. Rita hakte nach. Und woran erkennt man, ob es sich um Kostenstellen-Einzelkosten oder um echte Gemeinkosten handelt? Tja, dafür gibt es leider keine allgemeingültige Regel, antwortete Troller achselzuckend. Die Entscheidung über die Umwandlung von unechten Gemeinkosten zu Kostenstellen-Einzelkosten kann nur für jeden Einzelfall gesondert und unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile getroffen werden. Generell gilt, je geringer der erforderliche Erhebungs- und Erfassungsaufwand und je höher das Kostenvolumen sowie die Steuerungsrelevanz ist, desto eher sollte eine Zurechnung als Einzelkosten angestrebt werden.
Fehlen die notwendigen Informationen für eine direkte Kostenzuordnung? Müssen die Kostenstellen Gemeinkosten indirekt auf der Basis von Plausibilitätsüberlegungen bzw. anhand von bestimmten Bezugsgrößen auf die Kostenstellen verteilt werden? Dieser Vorgang wird als Gemeinkostenschlüsselung oder verkürzt als Schlüsselung bezeichnet und bedeutet, dass ein exakt nur für die Gesamtmenge erfassbarer und messbarer Kostenbetrag rein rechnerisch bzw. fiktiv auf Teilmengen, so etwa auf einzelne Kostenstellen, verteilt wird, ohne dass sich die vorgenommene Aufteilung logisch zwingend als richtig begründen lässt. Die Bezugsgröße, welche als Maßstab für die Verteilung von Gemeinkosten herangezogen wird, bezeichnet man als Verrechnungsschlüssel oder verkürzt als Schlüssel. Die Notwendigkeit der Gemeinkostenschlüsselung und das damit verknüpfte Problem, möglichst verursachungsgerechte Verrechnungsschlüssel zu finden, ist eines der Hauptprobleme der Kosten- und Leistungsrechnung. Einerseits kann auf die Schlüsselung von Gemeinkosten nicht verzichtet werden, da sie die Voraussetzung für vollkostenorientierte Informationen und Preiskalkulationen darstellt. Andererseits beeinträchtigt jede Form der Gemeinkostenschlüsselung die Aussagekraft der Kosten- und Leistungsrechnung, denn sie ist stets zu einem gewissen Grad willkürlich und verletzt damit das Verursachungsprinzip. Rita lachte. Hier könnte eines der Haupteinsatzgebiete von Frauen in der Kostenrechnung liegen, denn Frauen finden intuitiv immer den richtigen Schlüssel. Troller stand etwas auf dem Schlauch, da er nicht genau wusste, was Rita damit meinte. Er ließ ihren Satz im Raum stehen, baute darauf, dass sie keine Antwort erwartete und rief stattdessen eine neue Folie auf. In der Praxis der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung werden sowohl mengenmäßige als auch wertmäßige Verrechnungsschlüssel angewendet. Beispielsweise kann man die Kostenart Heizungskosten abbilden durch die beiden Verrechnungsschlüssel beheizte Raumgrößen in Kubikmeter oder nach Anzahl der Heizkörper. Reinigungskosten können gemessen werden durch die Reinigungsfläche in Quadratmeter. Sozialabgaben können abgebildet werden durch die Gehälter der Mitarbeiter oder Treibstoffkosten kann man messen durch die Fahrleistung in Kilometer. Jetzt sind wir bei der sekundären Kostenverrechnung angelangt, führte Troller in den nächsten relevanten Aspekt ein. Beginnen wir mit den Grundlagen der sekundären Kostenverrechnung. Durch Unternehmen werden nicht nur Sachgüter und Dienstleistungen für deren Kunden, Markt- oder Absatzleistungen bzw. Außenaufträge produziert, sondern auch innerbetriebliche Vor- und Zwischenleistungen, Eigenleistungen oder Innenaufträge erstellt, die im eigenen Betrieb wieder eingesetzt bzw. verbraucht werden. Beispiele dafür sind die Erzeugung von Energie, Reparatur- oder Serviceleistungen. Bei Vernachlässigung der Kosten für innerbetriebliche Vor- und Zwischenleistungen wäre die Kalkulation der Selbstkosten von Kostenträgern unvollständig und nicht vollkostendeckend. Zudem kann die sekundäre Kostenverrechnung auch die Datenbasis für Entscheidungen über die Fertigungstiefe liefern, denn sie ermöglicht einen Kostenvergleich zwischen der Produktion von Eigenleistungen und dem alternativen Bezug von Fremdleistungen. Ziel der sekundären Kostenverrechnung ist die Ermittlung von Verrechnungspreisen, mit denen die innerbetrieblichen Vor- und Zwischenleistungen mangels marktmäßiger Beziehungen bewertet werden können. Darüber hinaus sollte im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung das Verursachungsprinzip beachtet werden, indem die Kosten der Vorkostenstellen proportional zur jeweiligen Anspruchnahme auf Vor- oder Endkostenstellen als Leistungsempfänger verteilt werden. Für die Durchführung der sekundären Kostenverrechnungen kommen alternative Verfahren in Betracht, deren Einsatz jeweils mit verfahrensspezifischen Vor- und Nachteilen verbunden ist.
Die rationale Auswahl des einzusetzenden Verfahrens hängt vor allem von der Komplexität der innerbetrieblichen Leistungsverflechtungen ab. Darüber hinaus müssen prinzipiell Verursachungsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kostenzurechnung gegeneinander abgewogen werden. Man unterscheidet folgende vier Verfahren der sekundären Kostenverrechnung. Erstens das Anbauverfahren, auch Blockverfahren genannt. Zweitens das Stufenleiterverfahren, auch Treppenverfahren genannt. Drittens das Gleichungsverfahren, auch mathematisches Verfahren genannt. Und viertens das Iterationsverfahren. Die ersten drei Verfahren wollen wir uns in folgenden Episoden anhand von Beispielen im Detail anschauen. Schloss Troller, die Grundlagen der Kostenverrechnung, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Abschließend noch ein paar kurze Literaturhinweise zur Kostenrechnung. Einen guten Einstieg in die Kostenrechnung bietet das Buch von Haberstock und Haberstock. Wenn Sie etwas tiefer in die Kostenrechnung einsteigen möchten, dann sei Ihnen das Werk von Fandel et al. Empfohlen. Und wenn Sie sich mit der Kosten- und Leistungsrechnung in Dienstleistungsbetrieben, speziell in Verwaltungsbetrieben, befassen wollen, dann können Sie sich gerne das Werk von Körner et al. Holen. Ja, und wenn Sie generell Interesse haben an Themen der Kostenrechnung oder sogar an Themen der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, dann können Sie sich unsere Lern-App BWL Champion aus dem App oder aus dem Play Store runterladen und dort alleine oder gemeinsam mit anderen sozusagen sich spielerisch die einzelnen Themengebiete erfassen. Sie finden uns in den sozialen Medien auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Unsere YouTube-Reihe BWL und Controlling Studium können Sie laufend verfolgen. Und Sie finden auch alles auf diesem Kanal als Podcast bei Spotify und allen gängigen Anbietern. Ja, wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten abonnieren Sie am besten unseren Kanal, denn verpassen Sie keine Folge von BWL und Controlling Studium. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.